Zeigen Sie mal. Untergang. Das ist es. I år 1937 krydses vejene for Sanderling og Shostakovich. Den unge jødiske musiker Kurt Sanderling, korrepetitør i Berlin, var flygtet fra Hitlers Tyskland til familie i Moskva. Den russiske komponist med verdensry, Dmitri Shostakovich, havde i et år været lyst i band af Stalin. Han var nu underlagt streng censur, og efter et års tavshed var hans svar til censuren blevet den femte symfoni. Sanderling sad i salen ved første opførelsen i Moskva. Han blev bange. Hør ham her 60 år efter fortælle til Radiosymfoniorkestret om denne symfonis beskrivelse af de frygtelige og under tiden groteske forhold i Stalins skygge. Så var det sehr schön. Ich bin fast nie so innerlich aufgewühlt und erregt, wie wenn ich die fünfte Symphonie von Schostakowitsch dirigiere. Es ist so, als ob ich ein sehr, na, sagen wir es taktvoll, ein sehr dramatisches Kapitel meiner Geschichte erzähle und wieder erlebe. Kann ich mal die Pauke hören? 27, bitte. Ja, gut, gut. Jetzt ist es schön. Vorhin habe ich die zweite Note nicht genug gehört. Ich habe gehört, dam, bam, 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 ram, bam, 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 bam. Stiefel, die alles zertrampeln. Polizistenstiefel. Bitte, 27. 27. 3, 4. Einmal nur die Geigen bitten nach 29 den dritten Takt. Das spielen Sie zu gemütlich. Gejagt werden, bitte. 3, 4, 1. Ja. Aber jetzt noch runter, runter, runter. Immer runter, immer runter. Nicht hin und her. Hin, bitte. 3, 4, 1. So, so. Sie haben das nicht kennengelernt, das kennt man hier nicht. So, gleich nach dem Marsch. 29 ist das, ja? 29, bitte. Und die Holzbläser werden jetzt dasselbe nach dem dritten Takt machen. Nicht glauben, die Trompeten bringen es. 29, 3, 4, 1.
wird es also sein. Zwei Takte vor Ziffer 36 ist das, ja? Gar nicht mal so viel lauter, aber schreien. Di, 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 di. Schrecken verbreiten. Zwei Takte vor dieser Ziffer, vor 19, zwei vor 19. So. Nein, nein, Trompeten sind etwas hinterher. Ganz genau im Takt. Es muss gefährlich sein, diese Stelle. Das sind diejenigen, die morgens um 4 Uhr gekommen sind und verhaftet haben. Aus dem Bett gerissen haben. Noch einmal. Nicht nur die Akzente, was dazwischen ist auch. Meine Herren, was jetzt kommt, muss schrecklich sein. Bisher war es traurig, verzweifelt. Jetzt muss es schrecklich sein. Ein schreckliches Leben. Können Sie mir ein bisschen vielleicht über den Person Schostakowitsch erklären? Wie war er? Da stellen Sie mich mit dieser pauschalen Frage vor große Schwierigkeiten. Er war der gütigste und hilfbereitste Mensch, den man sich nur vorstellen konnte. Er war zutiefst traumiert durch das, was ihm passiert war, wie mit ihm verfahren wurde, und eine zutiefst tragische Persönlichkeit, weil er gezwungen war, sich sozusagen mit Worten immer zu tarnen. Er musste immer dem, was er schrieb, ein Mäntelchen umhängen, mit Worten, das ihn für die Herrschenden akzeptabel machte. Das wiederum, dieses Mäntelchen, das er sich umhängen musste, wurde vor allem von vielen, die in der westlichen Welt die Situation ja gar nicht kannten, verstanden als Kompromisslertum, als Feigheit, wenn nicht gar als Charakterlosigkeit. Es wurde nicht verstanden, dass das unumgänglich notwendig war, damit er selbst am Leben bleiben konnte. Und so hat er seinen Werken immer Titel verpassen müssen oder Inhaltsangaben machen müssen, die geradezu im Gegensatz dazu stehen, was er wirklich ausgedrückt hat, wie zum Beispiel in der 5. Symphonie, oder auch die es verschleierten. Zeigen Sie mal, Untergang. Das ist es. Das ist, die sollen sehen, wie sie fertig werden. Kann ich noch mal 36 haben, aus folgendem Grunde. Es sind so ein paar kleine Phrasierungsdinge, wo Sie ahnen müssen, dass die Bläser Atem nehmen und wo sie nicht hereinkommen dürfen. Ich kann es Ihnen gar nicht so richtig zeigen. Bitte hören Sie gut mit, die Bläser, und ahnen Sie selbst, wo die Atem nehmen wird. Es gibt ganz bestimmte Stellen. 36, ja? 4 und 1.
история возложила на нас, современников гигантской битвы с немецким вандализмом, миссию быть выразителями идеалов борьбы за освобождение человечества от коричневой чумы. Заклеймить фашизм, разжечь ненависть к нему, показать средствами искусства подлинное обличие гитлеризма, воодушевить наших воинов – вот к чему должно быть устремлено сегодня все наше творчество. Нет более благородных, нет более благородных задач. Так пусть же сердца наши будут обращены к священной войне против поработителей, как обращены к ней сердца миллионов людей на всем земном шаре. Пусть лозунг «Все для фронта» станет целью нашего ежедневного труда, всех наших творческих устремлений. Недалеко то время, когда и на нашей улице будет праздник. Будем же достойны участия в этом празднике. Пусть каждый из нас, когда наступит послевоенное время и на земле водворится мир и счастье, сможет с гордостью сказать, что свое творчество военных лет он посвятил борьбе с кровавым фашизмом за светлое будущее человечества. Der einer seiner besten Freunde, der künstlerische Leiter der Philharmonie, Ivan Ivanovich Salatinsky, der viel zu früh im Jahr 1944 verstorben ist, und mit dem war ich sehr befreundet, der mochte mich sehr und der hat dem Schostakowitsch gesagt, sozusagen, dem kannst du vertrauen. Und das war für Schostakowitsch genug, mich in den Kreis seiner engeren Vertrauten einzubeziehen. Aber unser Verhältnis war nicht so sehr intim. Es wurde dann ganz am Schluss sehr viel intimer, nachdem ich in die DDR aus der Sowjetunion zurückfahren konnte und dort lebte und dort arbeitete. Er kam sehr gern dorthin, weil im Verhältnis zu seiner Heimat schien ihm die DDR ein freies und schönes Land. Und vor allem, er fand dort die Bewunderung und Anerkennung, die er eigentlich bei sich zu Hause vermisste. Und nun war ich in der DDR vielleicht der einzige Mensch, mit dem er offen reden konnte und der ihn verstand, wenn er über Dinge seines Lebens zu Hause gesprochen hat. Und das hat dazu geführt, dass unser Verhältnis doch sehr persönlich wurde, obwohl wir uns gar nicht so oft gesehen haben. Zweiter Satz. Ich kriege Herzbeschwerden, wenn ich das Stück überhaupt höre. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr das aus dem Leben gegriffen war damals. Das war unser Leben. Zweiter Satz. Ein Festtagskonzert für die Spitze der Partei. Es gab so, wissen Sie, ach Gott, das hören jetzt wieder alles mit. Wissen Sie, es ist so schlimm. Ich habe zur ehemaligen Sowjetunion ein sehr ambivalentes Verhältnis. Ich habe Grund, sehr dankbar zu sein. Mir hat sie zunächst mal vor Auschwitz überhaupt das Leben gerettet. Ein großer Teil meiner Verwandten sind in Auschwitz umgekommen, ich nicht. Und zweitens, die Sowjetunion hat mir eine Karriere geboten, wie ich sie nirgends anders bekommen hätte. Ich kam hin als ein Nichts 1936. Ich war nichts, war Korrepetitor und Assistent. Dann durfte ich mal dirigieren, als der Dirigent krank wurde, die Entführung aus dem Serreich, und da ging es los. Und dann nach 6 Jahren war ich Dirigent der Leningrader Philharmonie, des besten Orchesters, das es in der Sowjetunion gab. Und trotz vieler Dinge, die ich auch erleben musste, aber ich habe bis 1960 dort gelebt und hatte, also ich habe Grund, dankbar zu sein, aber ich habe so vieles Schreckliches gesehen. Und das Schreckliche, das ich gesehen habe, das ist in dieser Symphonie drin. Und ich muss das sagen, wenn ich also vorher Ihnen sage, ich habe persönlich auch andere Dinge zu berichten, so habe ich sie zu berichten. Die objektive Wahrheit ist aber das. Und was jetzt kommt, ist der zweite Satz. Es gab immer
правительственные концерты, Staatskonzerte, also wo die Spitzen der Gesellschaft und die Spitzen, nicht der Spitzen der Partei und die Spitzen der Regierung kamen. Wenn man großes Glück hatte, kam er persönlich, der mit der kleinen Stirn und dem großen Schnurrbart. Ich spreche seinen Namen nicht aus. Und da gab es also immer Festkonzerte. Da gab es einen speziellen Menschen, der hieß Balakschew. Und da gab es berühmte Striche. Also es durfte niemals länger als eine Stunde sein. In der Stunde musste ein Zigeunerensemble aufgetreten sein, ein Männerchor, die Donkosaken, ein Orchester, wenn es geht auch ein Ballett. Und das musste alles ganz genau ablaufen. Und da gab es die Striche imeni Balakschew, die Balakschew-Striche. Also dritter Satz vom Violinkonzert von Tschaikowski konnte man nicht ganz spielen, viel zu lang. Da gab es bestimmte Balakschew-Striche, die auf diesem, bei solchen Anlässen auch Oistrach spielen musste, war nichts zu wollen. Und auf diesem Konzert musste eben alles sein. Und dies alles werden wir jetzt erleben. Zu Anfang den Auftritt der Kosaken, dann ein Volksensemble und dann ein kleines Mädchen, das kommt, Peterchen Stalin, wir lieben dich ja alle und wir versprechen dir, unser Bestes für den Sieg des Sozialismus zu tun. Und dann fehlen ihr die Worte. Da finden sie es wieder, da, was sie auswendig gelernt hat. 3 Monate musste sie lernen, den Text von den 6 Worten, die sie da zu sagen hat. Und das persifliert jetzt Schostakowitsch. Die Idioten haben das aber nicht verstanden, dass sie selbst persifliert wurden, sondern ließen sich das immer zu ihren Festtagen spielen. Wie sie sich auch den 3. Satz der 6. Tschaikowski-Symphonie, das ist ein Untergangssatz, da geht die Welt zugrunde, ram, pam, 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 pipim, dim, tri, ließen die sich immer spielen. Das sagte ein guter Freund von mir, ein Dirigent auch, sind das Idioten, die lassen sich ihren eigenen Untergang vorspielen. Und über die Mentalität dieser Leute werden wir jetzt berichten. Wir spielen denen mal was vor, ein bisschen schneller. Die Donkosaken treten auf, bitte. Hätte ich nicht erzählen dürfen. Die Menschen heute verstehen nicht und können nicht hören, was dieses Werk nicht nur für ein künstlerisches Ereignis, sondern auch eine politische Provokation war. Es war eine Provokation. Nach dem 1. Satz haben wir uns alle so umgeguckt und ich hatte das Gefühl, alle haben im Inneren die Frage, werden wir nicht nachher dafür verhaftet werden, dass wir dieses Werk gehört haben? Es war etwas Unbeschreibliches, eine unbeschreibliche Provokation der Macht. Festkonzert zum Parteitag. Es kann etwas härter, grober und vielleicht sogar hässlicher sein. Nicht die Donke. Nee? Der hat das geliebt. So, mal Celli Bessel allein. Jede Note, keine Melodie, Note für Note. So, so. Weg, weg. Pam, pim, pam. So, das war gut. So, das ist es. Das ist es. Also, wenn Sie damals gelebt hätten, man hätte Sie sofort fürs Festkonzert engagiert. Das wäre es richtig gewesen. Das wollten die hören. So, bitte mal die Hörner. Bitte achten Sie darauf, es kommt mir überhaupt in dieser Akustik vor, manchmal, als ob Sie so eine Spur zu spät sind, als ob es zu spät hierher kommt. Also dem, bitte dem, ja, kann ich mal die Hörner haben, nur die Hörner. Einen Takt gebe ich vorher. 1, 2, 3. Ja, und jetzt spielen Sie auch im 1. Takt bitte die Achtel. Ich darf es mal vormachen. Dem, bitte dem, bitte dem. 1, 2, 3.
jetzt weg! So, ja, danke. Bitte mal alle Hölzer zusammen. Sehr schrill und fortissimo und wirklich im Verlauf eines Taktes zum Piano zurück. Man darf nicht merken, dass sie aufhören. Plötzlich ist die Ballerina allein. Bitte. Eins, zwei, drei. Ja, 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 ja. Zeigt her eure Füße. Da, 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 da. Nicht da, da, da. Sie spielen zu graziös. Das sind meist ziemlich volle Damen, die da sind. Das ganze Corps de Ballet. Das ganze Corps de Ballet. Alle tanzen sie jetzt. Eins, zwei, drei. Sie auf. Das war jetzt eindeutig zu spät, die weiße Note. Die Männer wieder, wissen Sie, beim Corps de Ballet, haben Sie mal drauf geachtet, so diese Berufs... Ich darf ja nichts gegen Tänzer sagen, ne? Na doch, ich sag's doch. Diese Berufstänzerinnen, die immer dieses Lächeln im Gesicht haben. Ihnen ist gar nicht lustig zum Futter. Sie lachen immer. Großartig von ihm gemacht. Ganz dumm immer weiterspielen. Das ist, wissen Sie, diese Balletts von den Parteitagen, die sind so probiert schon über Monate, dass allen stinklangweilig ist, die da mitmachen. Die Sänger und die Tänzer, es ist so langweilig. Die haben schon gar kein Gefühl mehr für irgendwelche Emotionen, Ritardando oder sowas. Das läuft eben alles ab und ist ganz genau zirkuliert. Das war ja so. Wenn ein Sänger vor seinem Auftritt dort einen Hustenanfall bekommen hat und musste ein bisschen später auftreten, dann wurde der Herr Balakschew, der dafür verantwortlich war, schon furchtbar nervös, denn es hätte ja eine halbe Minute zu lange dauern können durch den Hustenanfall. Und dann verliert er seine Stellung. So sah das damals aus, nicht? Also sowas ohne jedes Gefühl. Bim, 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 bim. Vater Stalin, Vater Stalin, nicht? So, danke schön, ist sehr schön, auch klanglich sehr schön. Jetzt spielen Sie es nur mal ganz, als ob es von Stravinsky war. Die Achtel nicht schneller und niemals sowas rein. Die hat das auswendig gelernt, 3 Monate, die weiß gar nicht mehr was. Lieber Stalin, hier sind die Kinder der ganzen Sowjetunion und alle Kinder sind dir dankbar für das glückliche Leben, das sie haben. So, und ich sind dir dankbar für das glückliche Leben, sind dir dankbar für das glückliche Leben, das sie haben und wünschen dir Gesundheit, dein ganzes Weiteres. So. Eins, zwei. So. So ist schön, so ist schön. Also nicht mehr, nicht grazioso wollen. Ballett! Was ist hier los? Was ist hier los? Also, die hat ihr Liedchen, ihr Verschen aufgesagt, Vater Stalin. Und jetzt klatschen alle Kinder im Takt. Wie glücklich ist das Leben. Da da dim bam dam da 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 yam bam dam da 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 yam da da da. Nicht das muss es sein. Um Gottes Willen nicht ernsthaft versuchen. Im Gegenteil. Ein Lächeln aufs Gesicht setzen und klatschen. Jetzt. Balakschew guckt und alle setzen plötzlich ein. Und was passiert? Sie setzen alle einen halben Ton zu hoch ein.
Ist ja Cis-Moll, das durfte gar nicht sein, es müsste C-Moll sein. Aber vor Schreck sind sie alle aufgewacht und spielen falsch. Tempo, Tempo. Ja, was geschieht hier? Was geschieht hier? Also es geht zu Ende, alle gehen raus. Diam, diam, bum, bum, bum. Und das kleine Mädchen, das ausgesucht hat, den Vers gesucht, guckt noch mal zurück. Ist er da? Da oben sitzt er da. Da. Und dann wird er weg, wird sie weggezerrt. Schluss, aus, nichts mehr, kein Festkonzert mehr. So, gleich hier den Schluss. 73, bitte. Jam, padam, pada, jam. Los! Gut, du kommst schon endlich. So, das wär's. Wollen wir den Satz noch einmal spielen? Wissen Sie, wer Herrn Balakschew nicht gekannt hat, und das sind ja die meisten meiner Kollegen, die wissen mit diesem Satz eigentlich gar nichts richtig anzufangen. Die spielen ihn, ja, ist es grazioso, ist es nicht grazioso, ist es... Die verstehen nicht diese böse Ironie dieses Mannes. Nicht? Den werde ich es mal zeigen. Jetzt zeige ich mal. Und die haben das für ernst genommen. Die haben geglaubt, das ist wirklich schöne, lustige Musik, nicht? Einmal haben wir mal, nein, wir haben die 8. Symphonie niemals gespielt, ne? Schade, ich muss noch leben, ich musste ihn mal doch auch bringen. Haben wir gespielt. Zweiter Satz, da hat er was Schönes gesagt, das ist auch so ein Satz in der Art. Das hat er zu Mravinsky gesagt, von dem weiß ich. Na, das musst du so spielen. Ein Funktionär oben, ein Parteifunktionär, der bekommt eine Auslandsreise. Чиновник получает заграничную поездку. Заграничную поездку. Eine Auslandsreise. Das war das größte Glück. Erst wo man ins Ausland, dann kam man zurück und wurde verhaftet als Spion. Das war das Normale. Also, zweiter Satz. Festkonzert zu Ehren des Parteitags. Die Donkosaken. Das waren schon sehr aufregende Zeiten und sehr bewegende Zeiten. Ich habe selten ein Publikum so erregt erlebt wie bei der ersten Aufführung dieser Symphonie. Es war so, als hätte der Autor aus der Seele eines jeden gesprochen. Er hat in Tönen alles das wiedergegeben, was die Menschen oder sagen wir mal, ein bestimmter Teil der Menschheit, die Intelligenz in der damaligen Sowjetunion bis ins Tiefste bewegt hat. So, jetzt spielen wir noch bis zur Pause das Finale. Dann machen wir Pause und spielen den dritten Satz. Die anderen sind frei und wir beginnen morgen mit dem Finale. Ich muss vor dem Finale wieder ein bisschen was über Schostakowitsch sagen dürfen. Es dauert aber diesmal etwas länger, denn es ist die Problematik der Person Schostakowitsch überhaupt. Schostakowitsch war die große junge Hoffnung. Ich glaube, 21 Jahre war er alt, als die erste Symphonie uraufgeführt wurde. Es war die Abschlussarbeit im Konservatorium. Bruno Walter hat es zufällig gehört und hat sofort die Partitur mitnehmen wollen, hat sie dann nicht bekommen. Aber später hat er es dann geschrieben. Also Schostakowitsch ging auf wie der große Stern. Ein großer Stern beim Himmel. Der Name Schostakowitsch war überall und vor allem auch in den Zeitungen. Es war also modern und guter Ton, über Schostakowitsch zu streiten. Nun, jetzt muss ich wieder was Böses sagen. Der Mann mit der kleinen Stirn und dem großen Bart, der liebte es nicht, wenn andere Leute
Ruhm haben und andere Leute gelobt werden. Also es durfte nur bis zu einem gewissen Grad gelobt werden. Dann war es gefährlich, denn den größten Ruhm musste er haben. Der größte Feldherr aller Zeiten, das war auch ein anderer. Und der größte, er war überall der größte. Der größte Philosoph, erinnere ich mich, wir mussten seine lächerlichen Werke mussten wir lernen in Seminaren. Schrecklich, das wissen Sie alles nicht mehr. Da über Sprachwissenschaften hat er dann plötzlich, als er alt wurde, er hat in der Wurm gestochen. Und wir mussten ein Werk über Zusammenhang zwischen Sprachwissenschaft. Und als ein Wissenschaftler ihn darauf aufmerksam machte, dass etwas Grundlegendes da gar nicht stimmt, wurde der Wissenschaftler einfach verhaftet und verschickt. Alles, also was, es durfte niemand irgendwo groß sein. Und Schostakowitsch wurde groß. Zu groß, in jeder Zeitung war sein Name, unser großer Komponist. Und nun schrieb er eine Oper, die war schon ein bisschen vorher, die Nase hieß er nach Gogol. Und dann schrieb er eine zweite Oper, Lady Macbeth. Und diese Oper hatte Riesenerfolg in Leningrad. Und jetzt kam sie nach Moskau. Und wurde in Moskau gezeigt und man sagte Stalin, also das muss er unbedingt sehen. Und Stalin war also schon überhaupt, also auf Schostakowitsch nicht mehr sehr gut zu sprechen. Das war, also den Mann muss man bremsen. Und er ging in die Oper und nun war damals in der ersten Fassung, war Schostakowitsch noch ein bisschen naturalistisch in der Musik. Und in einem Orchesterzwischenspiel zeigte er sehr naturalistisch, so mit Las Glissando in den Hörnern und andere Dinge auch, wie also die Lady Macbeth ihren Liebhaber dort auf die Couch bringt und mit ihm also die ganze Zeremonie vollzieht, bei geschlossenem Vorhang, aber im Orchester. Nun, Stalin war offensichtlich, obwohl er erst Anfang 50 war, war er da sehr empfindlich, er konnte offensichtlich nicht mehr. Und wenn er nicht kann, darf niemand anders auch, nicht? Das ist klar. Und nun eine solche Szene, er stand auf und verließ unter Protest das Theater. Was das bedeutet, können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Ich war damals gerade frisch in die Sowjetunion gekommen, konnte kein Wort Russisch, habe nichts verstanden. Man erzählte mir nur, also, das sei was Fürchterliches passiert. Stalin ist aufgestanden während der Vorstellung im Bolschoi-Theater und rausgegangen. Naja, also alle wussten, jetzt passiert etwas. Und drei Tage später kam in der Pravda, eine Zeitung, deren über Pravda heißt die Wahrheit. Es gab übrigens zwei Zeitungen, Izvestia und Pravda. Und man sagte, in der Pravda gibt es, Izvestia heißt die Nachrichten. In der Pravda gibt es keine Izvestia, keine Nachrichten. Und in der Izvestia, in den Nachrichten, gibt es keine Pravda, keine Wahrheit. in der Pravda, die also, das war die Bibel, die Pravda, war ein Artikel zum Bur vmesto Musiki, das heißt ins Deutsche übersetzt Geräusch oder Lärm anstatt von Musik. Lärm anstatt von Musik. Tödlich für den Schostakowitsch. Dankeschön. Was geht hier vor? Die Frage, ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Lese ich richtig in der Zeitung? Was ist los? Äußerste Hysterie. Ist die Welt verrückt geworden? Gleich diese Stelle, das ist ein, ich glaube es ist 108, nicht? Verrückte Welt. Trompete, klingt schön. Schostakowitsch war also absolut erledigt. Alle Freunde, die er hatte, aber nicht alle, sehr viele, sahen ihn plötzlich auf der Straße nicht mehr. Ich habe das übrigens auch erlebt, zu einer Zeit, wo also jeder Ausländer ein
wie soll ich sagen, ein potenzieller Spion war, und ich war damals noch Ausländer, hat es Leute gegeben, die ich gut kannte, die mich aber auf der Straße, wenn sie auf der Straße saßen, in das nächste Haus reingingen und warteten, bis ich vorbeigegangen bin, nur um mich nicht grüßen zu müssen. Also, aber das ist, wer bin ich schon ich? Aber Schostakowitsch, die Freunde, die ihm vorher gelobhudelt hatten, die waren plötzlich alle nicht da. Niemand, außer Iwan Manoj Salatinsky, hat gewagt, für ihn ein Wort zu sagen. Und auch der hat nur gesagt, aber es ist doch ein genialer Mensch, und wenn er auf einem Irrweg ist, müssen wir doch alles tun, um ihn wieder auf den rechten Weg Gottes zu führen. Aber schon das war unglaublich mutig. Also an sich, Schostakowitsch war persona non grata, absolut erledigt. Er hat damals, wie auch später, mit einem gepackten Koffer neben seinem Bett geschlafen, weil er erwartet hat, dass jede Nacht kommt, er wird abgeholt und verhaftet als Volksfeind. Wrag naroda war. Offiziell Wrag naroda, Volksfeind. Det er resterne af lejr nummer 8, dybt inde i den sibiriske taiga. Lejr nummer 8 var bare et led i statens endeløse net af lejre. For statens egne fanger, de politiske afvigere, de intellektuelle kritikerne, de uskyldige. Og lejrenes vartegn, de frygtede vagtårne, står stadig i dagens Rusland. Ved det gamle fængsel i Marinsk for eksempel. De bruger stadig fængslet, mens andre har været gemt bort. Det gælder blandt andet det underjordiske fængsel uden for Marinsk. Fængslet var led i et større lejrkompleks. De indsatte var slavearbejdere på en fabrik, der tørrede grøntsager. En blandt seks af den slags fabrikker under det sibiriske gulagsystem. De nyeste tal viser, at op mod 10 millioner mennesker gik til grunde i statens lejre fra begyndelsen af 30'erne til et stykke ind i 40'erne. Millioner af individuelle tragedier begået af staten mod befolkningen. Nein, es wird fast doppelt so schnell. Ja, so jetzt war es viel schöner in Posaunen. Horn, darf ich Sie mal bitten, jetzt einmal das Thema zu spielen? Ich möchte nur erklären, worum es geht. Was vorhin, als die Trompete spielte und wir im Tutti spielten, Ausdruck hysterischer Verzweiflung war und hysterischen Missvergnügens an der Welt, ist nun zu einem Thema der Hoffnung geworden. Kann es nicht doch schön werden? Zeigen Sie uns nur ein paar Takte einmal, Horn, wo Sie jetzt losspielen. Ja? So und so weiter, nicht? Sie erkennen es wieder, was von vorhin, die Melodie, nicht? Jetzt ist es Hoffnung auf Schönheit, auf darauf, dass es in dieser schrecklichen Welt vielleicht auch wieder gut werden könnte. Es gibt wenig Hoffnung dafür. Er war also absolut geächtet, aber was das Komische war, der Stalin, der hat ja zu vielen Dingen so ein ambivalentes Verhältnis gehabt. Er hat dafür gesorgt, dass Schostakowitsch nicht verhungert. Er hat extra die große Filmfabrik Mosfilm angerufen und gesagt, sorgt mir dafür, dass der Schostakowitsch Filmmusiken schreiben kann. Und Schostakowitsch hat nie so gut gelebt wie in der Zeit nach diesem Krach, denn für Filmmusiken bekam man natürlich viel mehr Geld als für Symphonien, nicht? Und er hat also eine Reihe von großen Filmen geschrieben und hat also gut gelebt. Aber er war als Komponist geächtet, wurde überhaupt nicht gespielt, war verboten als Komponist. Auch das, was man früher jedes Jahr gespielt hat, wurde plötzlich nicht mehr gespielt. Und jetzt wartete die ganze sowjetische Welt, wartete darauf, was wird er nun machen, was wird er schreiben. Natürlich wäre es gewesen, wenn er jetzt die große Symphonie geschrieben hätte, wo er sich entschuldigt, wo er schreibt, ein wie treues Kind der Nation er ist und wie schön das Leben in der Sowjetunion ist und wie dankbar alle Stalin zu sein haben.
Und da kam diese Symphonie. Man wusste überhaupt nicht, ob man sie spielen soll. Und da hat sich ein bedeutender Schriftsteller, Alexei Tolstoi, das ist nicht der, der die Anna Karenina geschrieben hat, sondern hat mit ihm nichts zu tun, Tolstoi ist ein häufiger Name dort, hat sich für ihn eingesetzt, hat gesagt, seht mal, das ist eine Symphonie, die war noch gar nicht gespielt, aber man hat sie ihm vorgespielt, da beschreibt er zu Anfang, wie schwer es ihm war, aber am Schluss zeigt er, wie er den Weg zurück zum Volk findet. Und also die Symphonie, und er, Schostakowitsch, musste ja auch was dazu sagen, er schreibt, die Symphonie ist die Antwort eines sowjetischen Künstlers auf berechtigte Kritik. Wenn man das Wort berechtigt sein lässt, dann stimmt es nämlich. Aber das haben die nicht verstanden, sondern die haben das auch, wie wollten es glauben, und haben es für bare Münze genommen. Und die Symphonie wurde nun ein Riesenerfolg. Und am Schluss, wir werden jetzt den letzten Satz spielen, sieht es so aus, als hätte wirklich sozusagen die Regierung gesiegt. Da spielen wir immer 48 Takte lang die Note A. Als ich die Symphonie, und das wurde immer so, so gespielt, und dann plötzlich schien scheinbar den Dirigenten darunter, auch dem Leonard Bernstein, das schien langweilig zu sein, und sie spielten es genau doppelt so schnell. Wie ich die Symphonie zum ersten Mal spielte, ging ich zu ihm, wo ich da eine Gelegenheit war, wo ich ihn sah, und sagte ihm, wissen Sie, Dmitrijewitsch, es wird jetzt so gespielt, aber ich kann das eigentlich nicht empfinden. Ich empfinde so, wie es früher gespielt wurde. Ist es richtig? Er sagte, ja, natürlich. Und das ist eins, er liebte nicht, über seine Musik zu sprechen. Es ist ganz selten, dass er mal was gesagt hat über sie. Er sagte, ja, natürlich. Das russische Wort für ich heißt ja. Das bedeutet ja, 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 ja. Ich. Und nicht die. Ich siege. Ich bin es. Und nicht ihr. Das hat er aber natürlich nicht öffentlich gesagt. Und er hat die verschiedensten Varianten zu diesen Schluss gesagt. Er hat niemals gesagt, dass das ein Triumph der Macht war. Sondern das hat er niemals gesagt, sondern er hat es unterschiedlich. Er hat gesagt, hat denn niemand verstanden, dass wenn das ein Einverständnis ist, es ein herausgeprügeltes Einverständnis ist. So steht es in den Memoiren von Volkov. Mir hat er dies gesagt. Und ich erinnere mich noch, wie er so an die Brust klopfte. Ich. So, und dieser letzte Satz, den wir nun spielen werden, das ist, ich dachte ursprünglich, es ist die Katastrophe. Er hat nämlich von diesem Artikel in der Pravda, er war auf Konzerttournee, er hat das gar nicht gewusst mit Stalin. Er war irgendwo im Norden, in Archangelsk, das ist eine Stadt am Ozean, ganz weit draußen, wo es immer dunkel ist und wo man viel Geld bekommt, wenn man dort arbeitet, dafür, dass man dort arbeitet. Und er war dort und hat Konzerte gespielt. Und wie er sich zurück in den Zug setzte, bekam er das neueste Exemplar der Pravda. Und da las er diesen Artikel über sich. Sumbur vmesto musiki. Krach anstatt Musik. Hat natürlich einen Schock bekommen. Ich glaubte ursprünglich, so habe ich es früher geschrieben, dieser Anfang ist der Schock. Ich bin jetzt eher geneigt, diesen Anfang als Protest zu empfinden. Nein, ich bin's. Ich bin's. Und ich lasse mit mir so nicht umspringen. Und Sie werden dann den Schluss spielen und werden sehen, wie er wirklich sich bestätigt. Ich, Dmitri Schostakowitsch. Finale. Protest. Jetzt beginnt der Anlauf zum Schluss, zu meinem Sieg übers Schicksal. So, darf ich bitte gleich, wo ich Sie unterbrochen habe, einmal die kleine Trommel hören. Kleine Trommel. Ganz, ganz leise, von fern und schnell.
Bitte. Eins und zwei und. Ist zu laut. Ist zu laut. Eins und zwei und. Höchstens so. Ja, bitte dazu jetzt die Pauke. Bitte nicht singen. Herzschlag. Eins und zwei und. Könnte es noch etwas dumpfer klingen? Finden Sie eine dumpfe Stelle? Ich mache die Pauke allein. Nein, es ist zu klangvoll. Es klingt zu schön. Ich glaube, das wird's. Ja, nochmal. Ja. Geht es noch etwas leiser? Versuchen Sie mal. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Und die tiefen A's in Hörnern und Tuba ganz genau kommen, aber so leise, wie es eben geht. Die wir es damals zuerst gehört haben, ich schäme mich nicht zu sagen, wir hatten Tränen in den Augen nach diesem Schluss. Es war die Bestätigung der eigenen Persönlichkeit, des eigenen Wertes. Ich bin noch etwas wert, auch gegen die. Wir beginnen morgen mit dem Finale, nach der Pause jetzt den dritten Satz.